Ciao zusammen, mein Name ist Gurdin Maler. Ich arbeite in der Schweizer Ski- und Snowboard-Schule in Zerheid und bin dort auch technischer Leiter. Seit 2008 bin ich im Swiss Snow Demo-Team und habe schon sehr viele coole Sachen mit dem Demo-Team erleben. Heute sind wir bei einer neuen Episode von Ski with Style und wir werden heute mal das Karfen anschauen. Für die erste Übung, die wir machen, um das Gefühl vom Karfen herzukriegen, wählen wir ein Gelände, das eher flach ist, wo wir vielleicht am Anfang ein bisschen Steilhang drin haben, dass wir auch ein bisschen Tempo herkriegen. Für unsere zweite Übung, wir nehmen unsere Stöcke vorne her, die sollen gerade bleiben. Wir probieren am Anfang der Kurve ein bisschen einzudrehen in die Kurve. Sobald wir in die Kurve eingefahren sind, bleibt aber unser Bike in der Mitte von unserem Körper, also eigentlich unter dem Gesäß. Jetzt kommen wir zu der Übung für unsere Topfahrer, für unsere Experten. Und hier geht es darum, dass wir wirklich im steilen Gelände probieren, um alle oder die ganze Kurve zu schneiden oder zu karfen, wie man das auch sagt. Wir probieren jetzt einmal, um uns vorzustellen, wenn wir den Kurvenwechsel machen, also wenn wir in die neue Kurve einfahren, dass wir das Innenbein ein bisschen mehr beugen, das Äußerbein ein bisschen mehr strecken und dass die ganze Kurve probieren zu machen, nachher wieder wechselnd. Das heisst, wir stellen uns vor, wie beim Velofahren, das Pedalo oder das Pendeln hin und her, probieren wir uns das mal zum Vorstellen und das nachher in die Kurve einzubauen. Ich zeige das euch gerade auch mal vor, probieren das aus, das ist wirklich eine coole Sache. Kann man so schön fahren wie der Tettel-Legitim. Viel Spaß beim Ausprobieren!